Mein Name ist in der Tat super kompliziert. Da wird Strzyzewski ausgesprochen, Strzyzewski, aber ich reagiere auf alles, was irgendwie ähnlich klingt. Also das soll keine Kommunikationsbarriere sein. Ich habe auch eine hohe Dudes-Quote mit unseren Kunden. Ja, mein Thema ist heute E-Mail-Adressgenerierung und Reaktivierung. Ich freue mich, dass trotz des tollen Wetters und so morgen, so früh am Morgen schon so viele Leute hier erschienen sind. Das ist nicht immer so. Was möchte ich heute vorstellen? Eine halbe Folie, nur zu uns, warum wir das Recht haben, hier zu stehen und über E-Mail-Marketing-Themen zu sprechen. Und dann eigentlich kurz anreißen, warum sind E-Mail-Adressen eigentlich wichtig, ja, im Zeitalter von Mobile und Social Media. Und dann 20 Taktiken, mit denen Sie hoffentlich ab morgen mehr und bessere E-Mail-Adressen generieren. Kurz zu uns, wir sind Spezialisten für E-Mail-Marketing. Wir stellen Technologien her. Aber die beste E-Mail-Marketing-Technologie, also Versandlösung, nutzt Ihnen nichts, wenn Sie keine oder nur wenig E-Mail-Adressen haben. Das heißt, wir sind gezwungen, es ist auch unser Job, Ihnen zu helfen, mehr und bessere E-Mail-Adressen zu generieren und E-Mail-Adressen zu reaktivieren. Deshalb stehe ich hier. Wir sind seit ungefähr 10 Jahren unterwegs, haben 750 Kunden und haben schon ziemlich alle Branchen und auch viele Länder, alle Länder, glaube ich, in Europa sowieso gesehen. Also wenn Sie dann branchenspezifische Fragen und so weiter haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Aber da möchte ich auch schon einsteigen. Warum sind E-Mail-Adressen wichtig? Ich habe ein paar Gründe rausgesucht, warum E-Mail-Adressgenerierung ein Thema ist und Sie interessieren sollte. Das eine ist, E-Mails sind omnipräsent. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir Geschäfte gemacht haben im Zeitalter, als es noch keine E-Mails gab. Ja? E-Mails sind übrigens die älteste Online-Marketing-Form überhaupt. Die erste E-Mail in Deutschland wurde verschickt 1984. Das war 10 Jahre, bevor es überhaupt die erste Website gab. Ja, also insofern sind wir die traditionsreichste Online-Marketing-Form. Aber wir sehen auch, dass E-Mail-Adressen einfach im Geschäftsleben ja, so tief drinstecken, dass man oft gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ja. Sie haben eine recht hohe Reichweite mit E-Mail inzwischen. Sie erreichen in Deutschland dreimal so viele Leute mit E-Mail, wie Sie mit Facebook oder Twitter erreichen. Ja. Sie haben das Thema, dass immer häufiger, das hat Thorsten Schwarz als Online-Marketing-Guru in Deutschland auch herausgefunden durch Umfragen, Sie haben immer häufiger den Fall, dass die E-Mail-Adresse die zentrale Steuervariable ist im Marketing von Unternehmen. Ja, versuchen Sie mal heute einen Facebook-Account zu öffnen ohne E-Mail-Adresse oder ein Twitter-Konto oder bei PayPal. Ja, wenn Sie PayPal nutzen und Geld überweisen, Sie überweisen an eine E-Mail-Adresse und nicht an eine Person. Ja, das heißt, die E-Mail-Adresse ist überall dort in den Geschäftsprozessen und ist zwingend notwendig und deshalb wird auch die E-Mail-Adresse nicht so schnell ersetzt werden. Ja. In Deutschland gibt es auch inzwischen ein Gesetz, das DE-Mail-Gesetz, ja, das regeln soll, wie wir in Zukunft mit Behörden kommunizieren, als Privatperson oder auch als Unternehmen, ja, wie wir rechtsverbindlich über E-Mail kommunizieren können. Ja, dieses Gesetz legt das fest und das wird auch dazu beitragen, dass das E-Mail-Volumen steigen wird. Also E-Mail ist überall und immer und auch natürlich durch mobile Endgeräte. Ja, in den Pausen oder vor dem Beginn eines solchen Vortrages sieht man viele von Ihnen natürlich schnell noch E-Mails checken. Ja, an der roten Ampel oder wo auch immer. Ja, die Nutzungsmuster sind bekannt. Dann haben wir das Thema Geschäftserfolg. Gerade im Bereich Webshop, Online, ja, Shopping, E-Commerce ist E-Mail ganz, ganz zentral für Ihren Geschäftserfolg. Ich kenne ein DAX-Unternehmen, bei dem 10% des Traffics auf der Webseite von Klicks aus dem Newsletter stammen. Ja, das DAX-Unternehmen hat auch einen Online-Shop. Ja, und das DAX-Unternehmen muss momentan ziemlich sparen. Ja, alles überall wird gespart, nur beim E-Mail-Versand nicht. Weil wenn Sie beim E-Mail-Marketing sparen würden, hätten Sie weniger E-Mails, die Sie verschicken, weniger E-Mail-Adressen, weniger Klicks auf Ihre Website und entsprechend weniger Umsatz. Ja, also E-Mail-Versand und Umsatz sind hier direkt korreliert. Und das ist ein ganz, ganz starkes Argument, E-Mails einzusetzen in, sagen wir, vertriebsnahen Prozessen. Also der direkte Geschäftserfolg im Vertrieb, aber natürlich auch der Kundenbindung, ja, bis hin zur Pressearbeit, ist oft E-Mail-basiert und ganz entscheidend. Das Thema Abschmelzeffekte. Die meisten Versender legen relativ wenig Wert darauf, ihre Abmeldung zu messen und vernünftig zu managen. Das zu tun, ist ein großer Fehler. Abschmelzeffekte führen dazu, dass sie 15, 20, manchmal 30% ihrer Adressen in einem Jahr verlieren. Wie kommt das? Einerseits, weil Leute auf Abmelden klicken. Ja, zweitens, weil Leute, Empfänger, die ihre E-Mails nicht mehr mögen, sich das sparen und einfach in ihrem E-Mail-Programm sagen, das ist Spam. Ja, und dann landen sie im Spam-Ordner, dann wird ihr Newsletter gefiltert. Sie kriegen es als Versender nicht mal mit. Ja,
Sie können es vielleicht versuchen, über domainspezifische Öffnungsraten zu messen, aber dieser Abschmelzeffekt tut weh. Und das Dritte ist, E-Mail-Adressen ändern sich. Ja, die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit von Xing-Mitgliedern ist 2,5 Jahre. Ja, nach 2,5 Jahren ändert sich die E-Mail-Adresse und dann fängt sie an zu bouncen. Ja, sorry für die ganzen Anglismen in unserer Branche. E-Mail, wir haben nicht mal ein deutsches Wort für E-Mail. Ja? Ich war beim Duden Verlag in Mannheim, die wussten auch nichts. Ich weiß nicht, wenn Sie ans Elektropostille oder ich weiß nicht, wie man das nennen könnte. Aber das ist das Problem. Und wenn Sie häufig verschicken und kleine Abmelderaten haben, die kumulierte Wirkung kleiner Abmelderaten ist verheerend. Ja? Wenn Sie zum Beispiel am Beginn des Jahres 100.000 E-Mail-Adressen hätten und Sie würden keine neuen E-Mail-Adressen generieren und wöchentlich verschicken, sag mal so ein Chibo-Modell, jede Woche ein Newsletter, dann hätten Sie bei einer 1%igen Abmelderate nach einem Jahr nur noch 60.000 Adressen auf dem Verteiler. 40% schmilzt Ihnen weg. Ja, und viele unserer Kunden haben ein Problem mit stagnierenden oder sogar abschmelzenden Verteilern. Ja? Deshalb ist E-Mail-Adressgenerierung wichtig. Ja? Vielleicht mal kurz die Frage, wer von Ihnen verschickt denn Marketing-E-Mails? Wer verschickt Newsletter werblich? Gefühlt, Augenintegral 90%. Ja, und das ist die Versenderseite. Schauen wir uns mal die Empfängerseite an. Wer hat denn, weil er vielleicht Social Media nutzt, seine E-Mail-Adresse im letzten Jahr abgemeldet? Wer kommuniziert nicht mehr per E-Mail? Überhaupt nicht mehr. Niemand. Ja. Also das ist ganz typisch. E-Mails überall und achten Sie auf Ihre Abschmelz. Jedes 10% hilft Ihnen, ja, Ihren Verteiler größer zu bekommen. Und der letzte Grund, Anmeldehürden. Es ist heute nicht mehr so einfach, E-Mail-Adressen zu generieren wie vor 5 oder 10 Jahren. Ja, wenn Sie zur Messe reinkommen, dann sehen Sie das Papierformular, da wird Ihre E-Mail-Adresse abgefragt und nach dem Newsletter, ich habe mal ein bisschen geschaut, vor niemand hat das ausgefüllt, weil jeder will auf die Messe. Ja? Es reicht halt nicht mehr, einfach irgendwo ein Formularfeld, E-Mail-Adresse und ein Newsletter-Häkchen reinzubauen. Man muss schon ein bisschen besser sein. Dass Sie das schaffen, dazu bin ich hier. Steigen wir ein in die Taktiken. Taktik 1. 99% der E-Mail-Adressen, die erhoben werden, werden als Einzel-E-Mail-Adressen erhoben. Aber Sie können auch Formen finden, wo Sie mehr als eine E-Mail-Adresse generieren. Das hier hat ein Partner von uns gemacht für ein Schuhhandelsunternehmen. Und die haben gesagt, wir machen ein Gewinnspiel und an dem kann man nicht als Einzelperson teilnehmen, sondern nur als Fußballteam. Zu 11. Ja? Die haben faktisch in einer Runde haben die 11 E-Mail-Adressen generiert. Ja? Sie müssen nicht gleich so hoch gehen, Sie können auch mit 2 anfangen, ja, wenn Sie auf die Website gehen von Lindt Schokolade zum Beispiel. Dort vor dem Valentine's Day, ein paar Wochen, läuft immer eine Gewinnspielaktion, wo man so ein Romantikwochenende in Venedig oder Paris gewinnen kann. Und dort muss man sich zu zweit anmelden. Ja? Als Paar sozusagen. Und was das Interessante bei dieser Aktion ist, dass meistens viel mehr Frauen als Männer generiert werden. Ja, jetzt kann man lange überlegen, warum das so ist, aber einen kleinen Tipp, viele Männer laden mehrere Frauen ein, ja, nach dem Motto, eine wird schon mitkommen. Jedenfalls war das sehr erfolgreich. Also denken Sie darüber nach, ob Sie mehr als eine Adresse generieren können. Nutzen Sie Ihre Social-Media-Präsenzen für die E-Mail-Adressgenerierung. Ja, das Thema Social Media und E-Mail ist ein Dream-Team. Sie können Newsletter-Abonnenten zu Followern, zu Fans machen und umgekehrt. Ja, links oben, das ist noch das alte Facebook-Format, Sie sehen Lufthansa ganz prominent mit der Newsletter-Anmeldung auf der Facebook-Seite. Und natürlich auch seit der Einführung der Timeline können Sie das entsprechend platzieren. KFC, die Fastfood-Kette, generiert mehr als 10% der neuen E-Mail-Adressen über die Facebook-Präsenz. Ja, weil dort auch alle Aktionen im Prinzip massiv beworben werden. Nächstes Thema, nutzen Sie neuralgische Punkte im Geschäftsprozess. Was meine ich damit? Ja, wenn vorne alle auf die Messe wollen und das Formular ausfüllen, dann haben Sie eine schlechte Chance, weil keiner Zeit hat, seine E-Mail-Adresse einzutragen. Ja, was ich hier, das ist ein Beispiel, das ist ganz ähnlich gelagert, aus dem Europapark Rust. Dort am Parkeingang E-Mail-Adressen zu erheben, ist ziemlich schwer, weil die Leute keine Zeit haben. Aber wenn Sie im Park sind und in der Schlange stehen und auf eine Achterbahnfahrt warten, dann haben Sie Zeit. Ja, die warten da teilweise eine halbe oder dreiviertel Stunde. Und dann ist entlang dieser neuen Holzachterbahn, der Wodans, sind diese Plakate aufgehängt mit den QR-Codes. Ja, die kann man abfotografieren. Die Landingpage wird ausgesteuert, je nach Sprache des Betriebssystems, also hauptsächlich Deutsch, Englisch, Französisch. Und dort kann ich über Schieberegler Feedback geben und kann meine E-Mail-Adresse eintragen. Ja, und das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, also schauen Sie an, wo gibt es Wartezeiten im Geschäftsprozess? Oder links oben, die Deutsche Bank
blendet diesen Newsletter-Abo-Banner dann ein, wenn man fertig ist mit einer Transaktion. Ja? Während einer Überweisung habe ich mit PIN und TAN und allen möglichen Komplexitäten zu tun. Da habe ich ja mental überhaupt keine Kapazität, mich darum zu kümmern. Ja? Wenn ich fertig bin, wird es eingeblendet. Hier mal das Gegenbeispiel, mitten in einem Formular ein Newsletter-Anmelde-Banner. Ja? Wahrscheinlich wenig effizient, weil ich gerade mit anderen Themen zu tun habe. Ja? Rechts oben, was Sie da sehen, ist von ClickFree, das sind Anbieter von Systemen, von Software, die eine Kopie meiner Festplatte ziehen. Ja? Und das läuft ein paar Stunden, bis die Kopie gezogen ist und dieses User Interface zeigt mir immer, wie viele Dateien kopiert wurden und auch die Newsletter-Anmeldungen regelmäßig. Service Mails. Service Mails sind E-Mails, die Sie versenden können, um Ihren Kunden noch mehr Nutzen zu stiften als mit einem regelmäßigen Newsletter. Also es gibt viel mehr E-Mail-Marketing-Modelle als die Newsletter. Ja, Newsletter ist nur prototypisch. Ja, ist der vielleicht der E-Mail-Marketing-Typ, der uns am häufigsten begegnet. Aber es gibt natürlich E-Mail-basierte Umfragen, es gibt Bestätigungsmails, es gibt Geburtstagsmails, es gibt unglaublich viele solche Trigger- und Transaktions-E-Mails. Und Service-Mails sind eine gute Möglichkeit, E-Mail-Adressen zu generieren, um bei speziellen Beeintretenden spezielle Bedingungen E-Mails zu verschicken. Und das bietet eine Chance, später auch die E-Mail-Adresse für den regulären Newsletter-Versand zu bekommen. Ja, links oben das Beispiel Hexal. Dort kann ich mich erinnern lassen an Pollenflug. Überall in Deutschland stehen solche Pollenflug-Messstationen. Ich gebe meine E-Mail-Adresse, Postleitzahl ein und Hexal informiert mich rechtzeitig, wenn, keine Ahnung, Birkenpollen durch die Gegend fliegen. Ja, vermutlich mit den entsprechenden Angeboten, ja, Produktangeboten, was ich dagegen tun kann, mit dazu. Oder hier ist auch ein schönes Beispiel. Nespresso-Kapseln, ja, die meisten davon werden online gekauft und auf der Nespresso-Homepage wird abgefragt, welche Kaffeemaschine man hat. Und wenn man den Kaffeemaschinentyp einträgt, dann erinnert mich, Nespresso weiß ja meinen Kapselverbrauch, erinnert mich Nespresso per E-Mail an die Entkalkungsintervalle meiner Kaffeemaschine. Ja. Rechts oben, da sehen Sie diese ganzen Preis, ja, auf Börsen oder auch auf Preissuchmaschinen finden Sie das. Wenn der Preis einen gewissen Schwellwert unterschreibt, sagt mir Bescheid. Das hier macht Amazon. Buch ist vergriffen, wenn es wieder verfügbar ist, sagen wir dir Bescheid. Ja. Oder auch Schneealarm, wir machen das für den Feldbergtourismus, wenn dort mehr als 30 cm Neuschnee sind, ja, kriegt man Tiefschneealarm. Das sind alles Beispiele, es gibt hunderte von diesen Beispielen. Ja. Wenn Sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, wo werden Sie intelligent nach E-Mail-Adressen gefragt, dann finden Sie solche Beispiele und klopfen Sie Ihre eigenen Geschäftsprozesse ab auf Potenzial für solche Service-Mails. Taktik 5, nutzen Sie Produktverpackungen. Ja, links oben sehen Sie von Lands End den Katalog. Der hat oft eine durchsichtige Glassichthülle mit auch dem Marketing des Newsletters mit drauf. Oder ja, diese Zuckerdose in der Mitte auf allen Südzuckerprodukten. Gehen Sie nach der Messe in irgendeinen Supermarkt, schauen Sie sich die Südzuckerprodukte an. Auf jedem einzelnen Produkt sehen Sie diesen kleinen Text, wo steht, wenn Sie tolle Zuckerrezepte und Tipps haben wollen, schicken Sie eine E-Mail an susi@südzucker.de. Ja, habe ich auch gemacht, kommt leider nichts per E-Mail, auf dem Postweg kommen dann die Rezepttipps. Aber immer, die Intention ist gut, die Umsetzung, ja, kann man noch verbessern. Hier auf den Krimis von Bastei Lübbe sehen Sie schon die QR-Codes, mit denen auf der Titelseite des Buches E-Mail-Adressen generiert werden. Ja, oder hier bei Tiefkühlware oder auf den Katalogen von Peek & Cloppenburg. Ja, wenn immer etwas in Print geht, wenn immer Sie Budget verwalten, für Produktoberflächen, denken Sie daran, Sie können dort auch die Newsletter unterbringen. Der gute alte Postweg, auch den kann man nutzen. Europäische Reiseversicherung macht das, rechts oben, Postkartenaktion outbound, mit dem einzigen Ziel, E-Mail-Adressen zu generieren. Sie wissen ja, per E-Mail, Sie brauchen die Permission, Sie brauchen das Einverständnis des Empfängers für den E-Mail-Versand. Und Sie können sich dieses Einverständnis nicht per outbound E-Mail einholen. Ja, Sie müssen das auf einem anderen Kanal machen. Ja. Das ist ein... Ja. Die Bräuninger-Karte hat unten immer als PS E-Mail für dich. Das ist auch ganz interessant hier. Wir arbeiten für ca. 120 der 1000 deutschen Volkshochschulen und haben uns mal angeschaut, welche dieser Volkshochschulen hat denn den am schnellsten wachsenden Verteiler. Und das war die VHS, wie heißt der? Rhein-Sieg. Genau, Rhein-Sieg. Und haben die gefragt, was macht ihr denn, damit ihr so viele Adressen generiert? Und sie haben uns gesagt, ja, wir haben in unserer Poststelle haben wir solche kleinen Aufkleber,
Und jedes Mal, wenn eine Postsendung die Poststelle verlässt, sei es ein Kursprogramm, sei es ein Brief, sei es eine Rechnung, eine Mahnung, was auch immer, wird das draufgeklebt. Ja, das heißt, auf jeden Brief haben Sie diesen kleinen Aufkleber. Ja, kann man auch mit Werbestempel machen, mit Frankiermaschinen und so weiter. Also, oder Bad-Korea-Antiquitäten, was die machen ist, man kann auch viele dieser Antiquitäten auf Antiquitätenmessen kaufen, sich später zuschicken lassen oder online oder aus dem Katalog. In jedem Paket, das man bekommt, ist dieser ja, auffällige rosa Zettel drin, eine Seite Deutsch, die andere Seite Englisch mit dem Newsletter-Hinweis. Nächste Taktik, Papierformulare. Ja, wir hatten eins schon gesehen, vorne von der Messe, es gibt Papierformulare wie in der Mitte, gerade aktuelle Aktion, die läuft gerade von Lindt, diese Schoko News, wo es Lindt-Schokolade zu kaufen gibt, gibt es diese kleinen Formulare. Die kann ich nicht nur ausfüllen und einwerfen, auch den Rückkanal über QR-Codes kann ich nutzen. In immer mehr Hotels, Pensionen und so weiter sehen Sie die E-Mail-Adress-Generierung. Ja, ich habe gestern hier im Hotel übernachtet, ich wurde nicht gefragt nach der E-Mail-Adresse, aber ich sehe immer mehr Hotels, die das intelligent machen, die mich danach fragen, ja, sie haben Bierdeckel oder auch hier in dem Fall, das sind Gewinnspielkarten, die in den Thalia-Geschäften in der Schweiz ausliegen, mit einem Gewinnspielcode, den ich online eintrage. Und über diesen Gewinnspielcode ist die Shop-ID mit drin. Das heißt, ich kann sehen, über welchen Shop welche E-Mail-Adresse generiert wurde. Sonderwerbeformen. Ja, das IKEA-Plakat steht vor dem IKEA in Freiburg. Die machen mit Plakat Werbung für ihr Newsletter. Wenn Sie reingehen in den IKEA-Store, dort gibt es In-Store-Audio. Alle 15 Minuten gibt es eine automatische Bandansage, wo gesagt wird, hallo, wir haben tolle Angebote, Sonderangebote im Newsletter, die stehen gar nicht auf der Website, melde dich doch an unter www.ikea.de/freiburg. Ja. Fax, dieses TNT-Beispiel hier, das ist ein Fax-Outbound-Formular mit der Idee, inbound diese E-Mail-Adressen zu generieren. Funktioniert manchmal im B2B-Bereich recht gut. Es gibt nur bestimmte Berufsgruppen, wo es viel Faxvolumen gibt. Oder hier die Rückseite einer Parkkarte. München, Riem, ja, Shopping Center. Telefon und SMS. Wenn Sie ein Callcenter betreiben und Sie haben inbound Anrufe, dann ist es eine sehr gute Idee, in die Gesprächsleitfäden Ihrer Call Agents die Frage einzubetten, möchten Sie unsere Newsletter abonnieren, Sie haben die und die Vorteile, Sie können sich jederzeit abmelden, Datenschutz ist gesichert und so weiter. Ja, wenn Sie das gut machen, haben Sie eine manchmal 40, 50, 60% Chance, die E-Mail-Adresse auch zu bekommen. Ja, outbound ist schwieriger. Sie können auch inbound SMS nehmen. Was Sie hier links sehen, das Foto, was nicht, habe ich auf dem Frankfurter Hauptbahnhof gemacht. Auf diesen interaktiven oder ja, Säulen läuft diese Werbung von diesem Reiseanbieter und der sagt, Thema Wartezeit, neuralgische ja, Punkte im Geschäftsprozess, schick uns doch eine SMS an die angegebene Nummer mit deiner E-Mail-Adresse und du bist beim Gewinnspiel dabei. Ja, rechts oben, diese Werte, die Sie sehen, ist von US Airways. Die liegt auf einem Tisch, den man runterklappt, wenn man im Flugzeug sitzt, ja, vom Vordersitz. Auch dort steht drauf, wenn wir wieder gelandet sind oder dein Handy einschalten kannst, schick an folgende Nummer deine E-Mail-Adresse und bist im, ich weiß nicht, viel Fliegerprogramm. Point of Sale, Point of Service. Ja. An immer mehr Stellen wird, wenn Sie einkaufen, werden Sie nach der E-Mail-Adresse gefragt. Ja, das Beispiel hier ist aus Frankfurt. Ich bin sicher, in Nürnberg ist das gleiche. Wenn Sie in einen Apple-Shop gehen, ein Produkt kaufen, dann wird der Verkäufer Sie fragen, möchten Sie die Rechnung als Papierausdruck haben oder als PDF in Ihrer E-Mail. Und wenn Sie sagen, ich möchte es als PDF haben, dann fragt er nach Ihrer E-Mail-Adresse und direkt im Kaufvorgang wird Ihre E-Mail-Adresse eingegeben, der drückt irgendeinen grünen Button und Sie sind noch nicht mal aus dem Geschäft draußen und haben schon Ihre E-Mail-Inbox, die Rechnung als PDF-Anhang und Apple hat ihre E-Mail-Adresse. Ja, die machen das noch nicht gut genug, weil ist kein Impressum drin, ja, da kann man juristisch nochmal nachdenken, ob das optimal ist und sie fragen nicht nach der Permission, also dem Einverständnis des Empfängers, aber die Intention am Point of Sale nach der E-Mail-Adresse zu sagen, sehen wir immer häufiger. In den USA machen das schon viele, Crate & Barrels, Macy's, viele Retail-Ketten machen das. Wenn sie In-Store-Terminals, interaktive Terminals betreiben, auch hier Esprit in Fußgängerzonen, die haben diese Terminals, auch hier wird regelmäßig neben den Produktinformationen ja, die Newsletter-Abfrage eingespielt. Ja, oder hier mit QR-Codes. Eine interessante Anwendung ist eine zeitverzögerte, ich nenne es mal, ja, eine zeitverzögerte E-Mail-Adressgenerierung am Point of Sale. Weil wenn Sie am Point of Sale an der Kasse zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen,
dann ist das vielleicht nicht besonders effizient für Ihren Kassenprozess, wenn eine Schlange steht. Aber was Subway hier macht in Deutschland, ist zum Beispiel sehr, sehr intelligent. Wenn Sie bei Subway etwas kaufen, ein Sandwich kaufen, dann ist auf der Rückseite des Kassenbons, gibt es hier einen Hinweis. Da steht, geben Sie uns auf Feedback auf service-subways.com. Sie können auf die Website gehen. Dort gibt es dann dieses Formular. Dort tragen Sie dann diese Nummer ein. Und wenn Sie diese Nummer eintragen, kommt ein Formular. Über diese Nummer wird die Store, wird das Subway-Geschäft identifiziert. Dort können Sie Feedback geben zum Store und zum Produkt und Parkplatz und was auch immer. Und dann hier unten steht, geben Sie uns auch Ihre E-Mail-Adresse und Sie bekommen per E-Mail als Dankeschön für Ihr Feedback einen Gutschein. Ja, das heißt, man hat ein Interesse, eine richtige E-Mail-Adresse anzugeben. Ja, das Incentive ist nicht besonders hoch, das ist ein Chocolate-Chip-Cookie. Aber 2-2,5% der Käufer geben da ihre E-Mail-Adresse ein. Sportarena macht das übrigens auch. Dort bekommt man, wenn man kauft, bekommt man Flyer in der Tüte, in der Einkaufstüte, auch mit dem Hinweis, auf die Website zu gehen und sich dort einzutragen. Also das ist eine Taktik, die man mit extrem geringem Aufwand sofort eigentlich umsetzen kann. Taktik 12, Social-Media-Verteiler nutzen. Ja, manche Leute kriegen sie vielleicht nicht auf ihren regulären Newsletter, weil die extrem Social-Media-affin sind. Und wenn sie in Social-Media-Plattformen unterwegs sind, wenn sie einen YouTube-Channel haben, wenn sie auf Facebook, Twitter, Pinterest und so weiter unterwegs sind, können sie versuchen, diese Plattformen selber zu nutzen, als Verteiler. Ja, über diese YouTube-Channels, gerade im B2C-Bereich, B2B habe ich da noch kein gutes Beispiel gefunden, haben B2C-Bereich hier diese Comedians, die haben fast 1 Million Abonnenten. Sie können, was das E-Mail Outbound, also im Prinzip YouTube informiert die Abonnenten dieses Channels darüber, wenn neue Videos eingestellt werden. Sie können den Content nicht selber erstellen, Sie können auch die Versendezeitpunkte nicht selber bestimmen, aber es ist ein Weg, richtig, mit einem Gatekeeper dazwischen, aber es ist ein Weg, auch Interessenten an ihren Produkten und Dienstleistungen zu informieren, die sie vielleicht nicht auf ihren regulären Verteiler bekommen. Ja, auf Xing, auch im B2B-Umfeld, allein im E-Mail-Marketing gibt es ein paar Dutzend Gruppen. Die größte Gruppe hat über 7000 Mitglieder inzwischen. Ja, und wenn Sie eine Gruppe moderieren bei Xing, dann haben Sie sogar das Recht, die Gruppe zu beschicken. Also wenn Sie Fachwissen bei sich im Unternehmen haben, wenn Sie Expertenwissen haben, dann können Sie versuchen, eine eigene Gruppe zu starten, sie zu bewerben und dann auf diesem Verteiler von Xing die entsprechenden Empfänger anzusprechen. Suchmaschinen. Ja, die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich Suchmaschinen-Marketing in irgendeiner Form nutzen. Sie können beides, Suchmaschinen-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung nutzen zur E-Mail-Adressgenerierung. Ja, im Bereich SEM gibt es natürlich, Sie können natürlich Ihre AdWords schalten und auf die Newsletter hinweisen. Es gibt aber eine neue Form, die Google gerade in Deutschland auch testet. Das ist diese Form, dass Google schon ein E-Mail-Newsletter-Anmeldeformular einbettet. Vielleicht haben Sie das schon hier und da mal gesehen. Dort kann man mit einem Klick, hilft Ihnen Google, E-Mail-Adressen zu generieren. Wenn die Person bei Google schon eingeloggt ist, dann ist dieses E-Mail-Adressfeld sogar schon vorausgefüllt. Ja, ansonsten muss man tippen, ansonsten ist man mit einem Klick dabei. Suchmaschinenoptimierung, auch dort. Es gibt durchaus Leute, die suchen nach guten Reise-Newslettern oder Themen-Newslettern. Ja, auch dort kann es sehr, sehr zielführend sein, wenn Sie einen großen Verteiler oder einen sehr wertvollen Verteiler haben, in SEO zu investieren, um Ihren Verteil nach oben zu bekommen. Und dort können Sie dann im Prinzip mit Ihren Suchmaschinenspezialisten sprechen, um Ihr Angebot, News-Angebot möglichst weit nach oben zu bekommen. Ja, diese Snippet-Texte sind wichtig und Ihre Keyword-Dichte und alles, was die SEO-Experten wissen. Das ist auch nicht schlecht, wenn Sie eigene Domains haben. Google liebt eigene Domains. Ja, sprechende Domains, wo sofort klar ist, was sich dahinter verbirgt. Taktik 14, Apps. Wir leben in einer Welt der mobilen Revolution. Fast alle haben Smartphones. Ich weiß gar nicht, ob es noch Smartphones gibt, mit denen man keine E-Mails abrufen kann. Und auf diesen Smartphones gibt es natürlich tonnenweise Apps. Und Sie können diese Apps, wenn die Unternehmen eigene Apps macht, betreibt, anbietet, können Sie innerhalb der App nach E-Mail-Adressen fragen. Ja, links oben, was Sie da sehen, ist von Sportcheck. In der Sportcheck-App gibt es das Newsletter-Angebot, dass Sie innerhalb der App Adressen generieren. Auch ich habe mir ein neues HTC zugelegt. Die erste Frage bei der Konfiguration war die Frage nach meiner E-Mail-Adresse. Ja, wenn Sie eine App machen für
Facebook zum Beispiel. Auch dort könnt ihr danach fragen. Ja, wenn Sie Farmville spielen wollen, das Erste, was Farmville die neuen Spieler fragt, ist die E-Mail-Adresse. Die wollen direkt mit ihren Spielern kommunizieren. Sie wollen nicht Facebook als Gatekeeper dazwischen haben. Das ist eine der tollen Dinge bei der E-Mail. Sie haben keinen dazwischen, der die Hand aufhält. Ja, bei Xing, bei Facebook müssen Sie immer damit rechnen, dass diese Netzwerke, diese Plattformen morgen ihre Preise verdoppeln oder verzehnfachen. Was machen Sie dann? Ja, mit der E-Mail haben Sie das Privileg, den Empfänger anzuschreiben. Ja, was dazwischen kommen kann, ist beispielsweise ein Spamfilter. Aber Sie müssen in der Regel nicht viel zahlen. E-Mail-Versand ist homöopathisch, was die Kosten anbelangt, im Vergleich zu vielen anderen Marketingformen. Classic Radio, das war eine interessante kleine App, die lief auf der Yahoo Widget Engine, die ist, glaube ich, heute deaktiviert, aber wir sind hier in Nürnberg und Classic Radio hatte dort über die ein kleines Widget, das konnte man auf seinem Laptop, Desktop, Rechner installieren. Dort lief im Hintergrund das Programm von Classic Radio, es wurde immer eingeblendet, welche Musik gerade gespielt wird, man konnte die bestellen und man konnte auch die Newsletter bestellen. Es gab zwischendurch immer diese Newsletter-Anmeldemöglichkeit. Classic Radio hat auch übrigens Audiospots gemacht, um die Newsletter-Anmeldung nach oben zu bringen. Und wir haben das auch in den Reportings gesehen, dass dann die Anmeldung nach oben ging. Taktik 15, WLAN und Bluetooth. Wenn Sie WLANs betreiben, wenn Sie ein Hotel haben, in der Lobby, auf Zimmern, Ihrer entsprechenden Kunden dieses als Service anbieten, kostenlos oder kostenpflichtig, denken Sie daran, fragen Sie nach E-Mail-Adressen, das ist eine gute Chance. Shell stattet gerade alle Tankstellen in Deutschland aus mit WLANs. Ja. Sie wollen die Verweildauer in der Tankstelle verlängern. Auch dort die Chance, das zu betreiben. Ich gebe ein bisschen Gas, weil wir nicht mal so viel Zeit haben. Ich habe noch 4 Taktiken. Fotopoints. Wenn Sie im touristischen Bereich sind, können Sie an guten Standorten Fotopoints aufstellen. Diese Fotopoints, früher standen dort so Fotodrucker, wo man die Fotos ausgedruckt hat. Heute kann man das natürlich per E-Mail verschicken und rechts oben zum Beispiel von der Zugspitze ein Drittel der Leute, die sich da fotografieren lassen, abonnieren auch die Newsletter. Ja, das ist ganz, ganz spannend für alle, die im touristischen Bereich unterwegs sind. BMW macht das hier in der Schweiz mit den Radarfallen. Da kann man die Weltcup-Pisten runterfahren, die Geschwindigkeit wird gemessen, dann kann man die Fotos und Videos sich selber schicken lassen oder seinen Freunden und zeigen, wie toll man war. Natürlich wird nach der E-Mail-Adresse gefragt. Petitionsplattform. Spannend. Überblätter ich jetzt. Die Präsentation bekommen Sie von mir oder meinem Stand. Eigene Communities bauen. Ja, hier Vorwerk zum Beispiel mit Rezeptwelt hat 125.000 Mitglieder. Ist ein bisschen Aufwand, technisch, organisatorisch, aber auch hier haben Sie die Chancen, eigene Verteiler aufzubauen. Tippfehler erkennen, ganz spannend. Die typischen Tippfehler von T-Online-Adressen, die Sie hier sehen. Vermeiden Sie Tippfehler. Wir haben ein Produkt dafür, überblätter ich jetzt auch. Und dann die letzte Taktik, reaktivieren Sie E-Mail-Adressen. Sie können E-Mail-Adressen, die Sie nicht mehr beschicken, weil sie zu oft gebounced sind, reaktivieren, indem Sie die Mailbox abfragen. Wir und andere haben dafür Technologien. Und damit können Sie in der Regel 2-7% Ihrer E-Mail-Adressen, die Sie heute nicht mehr beschicken, sofort reaktivieren. Ich bin fertig. Ich danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr Taktiken wollen, ich habe ein Buch draußen mit 111 Taktiken zur Adressgenerierung. Ansonsten, unser Stand ist da. Kommen Sie zu uns. Wir helfen Ihnen, mehr und bessere Adressen zu beschaffen. Vielen Dank.